Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car HFE. Und diesmal habe ich euch einen passiven Underseat-Woofer mitgebracht. Und warum der wirklich Sinn macht für viele Anwendungszwecke und warum hier auch noch ein zweiter liegt, das möchte ich euch jetzt im Video kurz erklären. Viel Spaß! Aktive Untersitz-Subwoofer kennen die meisten von euch. Da haben wir auch schon viele bei uns auf dem YouTube-Kanal vorgestellt. Von JBL, Sony, gibt auch viele von ESX oder Hyphonix, die sind wirklich sehr beliebt, aber es gibt jetzt von ESX auch einen passiven Untersitzwoofer, den Q168P, den gibt es auch als aktive Variante, aber hier soll es jetzt mal um die passive Variante gehen und warum das so sinnvoll sein kann. Nämlich, viele von euch werden nicht nur einen Untersitzwoofer verbauen, sondern vielleicht auch eine Endstufe. Und da ist es jetzt so, bei dieser Museware-Endstufe, das ist eine 6-Kanal-Endstufe für Front- und Hecksystem und dann haben wir noch 2 Kanäle für einen Subwoofer. Und jetzt macht das natürlich Sinn, vielleicht wenn ich nur einen Untersitz-Subwoofer verbauen kann oder will aus Platzgründen, dass ich den hier drin anschließe und nicht einen aktiven Untersitz-Subwoofer nehme, weil hier habe ich ja schon meine Endstufe drin und habe die natürlich auch schon mitbezahlt und will die auch nutzen. Also gehen wir ganz einfach hin bei der Museware-Endstufe. Die hat einen Quick-Connect-Anschluss und wir haben in dem ESX-Lieferumfang ein Quick-Connect-Kabel dabei, stecken das hier rein und haben dementsprechend diesen Quick-Connect-Anschluss am Woofer dran, gehen in den Input und das war's schon. Das heißt, jetzt ist der Kanal 5 an der Museware-Endstufe oder wenn ihr auch eine ESX-Endstufe nehmt, wie jetzt hier die XE 6440 DSP, dann ist der Kanal 5 mit diesem Woofer angeschlossen. Der 6. Kanal kommt dann ins Spiel, wenn ihr einen zweiten Q168P euch gönnt und unter den zweiten Sitz dann packt, weil auch da ist wieder das Kabel im Lieferumfang enthalten und wir können hier den Speaker Output an dem ersten Woofer nehmen, stecken den zusammen und gehen am zweiten Woofer dementsprechend in den Input. Und dann wird über die zweite Leitung wird dann das Signal auf den 6. Kanal durchgeschliffen. Das heißt, der 6. Kanal hat auch eine Anschlussimpedanz von 2 Ohm, weil hier reden wir über ein 2 Ohm Chassis, was hier verbaut ist. Und jeder Kanal hat hier dann dementsprechend die volle Leistung. Wenn wir 2 Woofer anschließen und dementsprechend auch die Leistung verdoppeln und die Membranfläche verdoppeln, reden wir über 6 Dezibel mehr Schalldruck, was theoretisch eine Lautstärkenverdopplung bei euch am Ohr bewirkt. Also der Unterschied ist schon gewaltig zwischen den beiden. Wenn ihr jetzt aber eine normale 4-Kanal-Endstufe habt, kann eine Renegade sein, das kann eine Crunch sein, das kann eine ESX sein, spielt gar keine Rolle, könnt ihr trotzdem diesen passiven Untersitzwoofer anschließen. Wenn ihr zum Beispiel 2 Kanäle für euer Frontsystem benutzt und noch 2 Kanäle frei habt und wollt euch keine Kiste in den Kofferraum stellen, dann können wir das genauso machen, indem wir dann einfach, oder indem ihr dann einfach das Kabel hier aufdrängt auf der einen Seite, dann sind 2 Kabel, nämlich in dem Fall die grünen Kabel, sind mit der Schwingspule des Woofers verbunden. Das wird dann abisoliert und könnt dann direkt mit dem Kabel in eure Endstufe gehen. Die violetten Kabel sind nur zum Durchschleifen für den 2. Woofer gedacht. Also einfach hier auftrennen, an eure Endstufe gehen und schon könnt ihr einen passiven Untersitzwoofer anschließen. Ihr könnt natürlich auch den 2. Untersitzwoofer anschließen und dementsprechend dann die beiden Woofer in Reihe schalten. Das heißt, wir gehen von der Minusleitung von dem einen Kabel auf die Plusleitung der anderen Leitung und dann wieder von Minus auf Plus von der anderen Leitung. Ist sehr theoretisch. Wir haben dazu ein eigenes Video bezüglich Reihen- und Parallelschaltung. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und da schaut es euch mal ganz in Ruhe an, weil es ist nicht wirklich schwierig. Es hört sich nur sehr kompliziert an, wenn man es so rüberbringen will. Ihr könnt es aber auch an eine 5-Kanal-Endstufe anschließen, das ganze Konstrukt, solange der 5. Kanal 2 Ohm stabil ist, was die meisten 5-Kanäler eigentlich ja, können, könnt ihr das genauso machen. Einfach das Kabel auftrennen und an den 5. Kanal anschließen. Auch da könnt ihr wieder den 2. Woofer mit dazu klemmen, wenn ihr wollt. Dann muss der 5. Kanal allerdings 1 Ohm stabil sein oder dementsprechend an 4 Ohm habt ihr weniger Leistung, macht eventuell nicht unbedingt Sinn, weil wir haben zwar die doppelte Membranfläche, aber die halbe Leistung, weil durch eine Verdopplung der Impedanz geht die Leistung runter, also halbiert sich theoretisch. Das macht also wenig Sinn.
Wenn euer fünfter Kanal aber einohmstabil sein sollte, dann könnt ihr auch wieder den zweiten Woofer anschließen. Habt dann eine Parallelschaltung, auch das erklären wir in dem anderen Video. Und wir haben wieder eine Leistungsverdopplung und eine Membranflächenverdopplung, also doppelte Lautstärke bei euch am Ohr. Also schaut euch dieses Konzept eines passiven Untersitzwoofers mal genau an. Wenn ihr schon eine Endstufe habt und da noch ein paar Kanäle frei sind, also mindestens einer sollte frei sein, dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal eine Erweiterung mit sehr, sehr einfachen Mitteln und einem überschaubaren Budget herstellen. Die Belastbarkeit liegt hier bei 100 Watt RMS bei einem Woofer. Und das sollte auch nicht sehr stark überschritten werden, weil durch dieses extrem kompakte Gehäuse ist die Belastbarkeit wirklich limitiert. Das Ganze ist eine sehr gute Bassuntermalung oder auch eine Bassanhebung, wenn wir über zwei Woofer reden. Aber übertreibt es bitte hier nicht mit der Leistung, sondern 100 Watt RMS, 200 Watt Maximalleistung und dann habt ihr ein sehr, sehr gutes und sehr schönes Ergebnis. Wenn ihr Fragen zum Anschluss habt, rein Parallelschaltung, schaut euch wie gesagt das andere Video an oder schreibt uns dann eine E-Mail an support@justsound.de, anrufen 06732 933588, da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Q168P und bis dahin alles Gute. Ciao.